Das Wasser, das Azkaba auf dem Kopf trägt, ist seine Lebensenergie. Wenn es die jemals verliert, wird es sehr schwach. Deshalb ist es ein gängiger Trick, sich vor dem Kappa zu verbeugen, wenn man angegriffen wird. Wieso das denn? Ist die Frage gerade ernst gemeint? Weil irgendwie ist das schon ziemlich dämlich. Ich meine, wenn es sich nach vorne beugt, ist es ja eigentlich klar, dass das Wasser dann vorne überläuft, oder? Ach, Mädchen. Weil sie sehr höfliche Kreaturen sind. Und? Das Kappa wird sich vor dir verbeugen, um dich zu begrüßen und, hops, sein Wasser verschütten. Wenn es dann geschwächt ist, kannst du es entweder angreifen oder fliehen. Ich sah zu Elliot, der sich einen Spaß daraus machte, im Kreis um uns herum zu rennen. Oh mein Gott, ich stelle mir das die ganze Zeit voll bildlich vor. Ich glaube, es würde mich gar nicht stören, wenn er etwas weniger aktiv wäre. Das ist ein Baby. Ja, und? Ein süßes Baby. Aber trotzdem ziemlich anstrengend. Das habe ich nicht gemeint. Er würde dadurch nicht nur geschwächt, er würde sterben. Was? Aber wieso? Wie schon gesagt, es ist ihre Lebensenergie. Und während die ausgewachsenen Kappas stark genug sind, den Verlust auszuhalten, sind die Kleinen nicht. Oh, verstehe. Du wirkst plötzlich so bedrückt. Ja, mir wird gerade klar, dass ich wohl besser auf ihn hätte Acht geben müssen. Das ist doch eine ziemlich traurige Angelegenheit. Oder nichts mehr sagen. Ich glaube, ich nehme das Erste. Ich meine, wir wussten es nicht besser, aber wir hätten besser auf ihn Acht geben müssen. Ist nun mal so. Wieso besser Acht geben? Er hätte schon bei so vielen Gelegenheiten Wasser verschütten können. Du hast es nicht gewusst? Oh. Das stimmt allerdings. Können wir jetzt eigentlich schon in unser Zimmer gehen? Oh. Schade. Tja. Wir müssen immer noch hier hausen. Das ist natürlich etwas doof. Für immer in einer Gefängniszelle. Wunderbar. Kristallsaal ist bestimmt auch nicht ruhig. Nee. Was verstehen die denn unter einen ruhigen Ort finden? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht im Kerker? Aber das ist schon ein bisschen makaber, oder? Wenn wir das Baby jetzt im Kerker füttern? Ha. Also irgendwie nicht so. Nee. Offensichtlich nicht. Du solltest keine Bindung aufbauen. Bindung aufbauen? Wozu? Diesem Ding. Ezreal. Verzeihung, Madame, zu Elliot. Warum sollte ich keine Bindung zu ihm aufbauen? Er ist ein Kappa. Ja und? Nur mal so aus Neugier, was weißt du eigentlich über Kappas? Dass man gut Acht geben muss auf das Wasser, das sie auf dem Kopf tragen. Dass sie nicht aus dieser Gegend hier stammen. Das Erste. Ah, gut, dass man dir das gesagt hat. Und ist das alles? Nein. Ich weiß auch, dass sie zu den wenigen Stämmen gehören, die noch einheimische Nahrung essen. Eine lächerliche Tradition, deren Sinn sich mir wohl nie offenbaren wird. Ach, soll doch jeder essen, was er will, solange man auch noch über den Tellerrand schaut? Ich sehe, du weißt schon eine ganze Menge über die Viecher, außer das Allerwichtigste. Du darfst ihnen nicht trauen. Also, mal davon abgesehen, dass ich mich von Elliot verabschieden muss, sobald wir sein Dorf erreichen, sehe ich keinen Grund, weshalb ich keine Bindung zu ihm aufbauen sollte. Hat niemand mit dir über das Wesen der Kappas gesprochen? Nein. Ich für meinen Teil finde sie ziemlich nett. Kappas sind boshafte Kreaturen. Über die Maßen boshaft sogar. Was soll das heißen? Sie locken Kinder zu Seeufern oder an Strände. Die naiven Kleinen nähern sich dem Wasser. Anfangs sehen sie nur ihr eigenes Spiegelbild, doch plötzlich erscheint das Gesicht des Kappas und es schneidet Grimassen, um sie zum Lachen zu bringen. Alles harmlos, bis Platsch! Das Kappa sie ins Wasser zerrt, um sie zu ertränken. Okay, es sehr witzig. Nein, ich schwöre dir, dass es die Wahrheit ist.
Du willst mir tatsächlich weismachen, dass Miiko mich zu einem Stamm schickt, der kleine Kinder ertränkt? Ich glaube, dieser Stamm ist eine Ausnahme. Zumindest hoffe ich das. Musstest du mir das wirklich erzählen? Es ist schade. Ich hatte gerade begonnen, dich zu mögen. Also, lass stecken. Kannst du irgendwo vermerken, dass deine Honigrationen an mich gehen sollen? Bitte? Oh Gott, wie süß! Blush! Ezreal blusht, dass ich das noch erleben darf. Du bist echt unglaublich. Ich gehe jetzt. Leb wohl. Du alter theatralischer Mensch, ey. Ach nee, Mensch ist er ja gar nicht. Scusi. 11. Ah, aber wo ist denn jetzt eigentlich... Ah, als ich mit Elliot umherspazierte, vernahm ich plötzlich Stimmen. Vielleicht war ich ein wenig zu neugierig, aber ich konnte nicht umhin, die Ohren zu spitzen und die Stimme als die von Chrome und Miiko auszumachen. Das kann nicht dein Ernst sein, Chrome. Bei jeder Mission das Gleiche. Es war nicht meine Schuld. Du findest immer eine hervorragende Entschuldigung fürs Trödeln. Ich weiß, ist ja gut. Die machen sich schon so genug über mich lustig. Du musst nicht noch eins draufsetzen. Ich versuche nur, dir zu helfen und dich zu verstehen. Das ist alles. Ich sollte nicht weiter lauschen. Oh Mann, ich bin furchtbar neugierig. Ja, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, wenn wir jetzt lauschen. Deswegen würde ich einfach erstmal weggehen. Denn wenn wir erwischt werden, dann kommt das bestimmt wieder nicht so gut. Und wir müssen uns ja jetzt nicht noch negativer ins Licht drängen, als wir ohnehin schon dastehen. Schlussendlich zog ich mich zurück, um sie nicht länger hören zu können. Immerhin ging es mich absolut nichts an. Bäm! Oh Mist! Elliot ist irgendwo angestoßen. Oh, dieser Dummkopf! Glücklicherweise bekam sie nichts davon mit und ich nutzte den Moment, mich davon zu stehlen. Ach, Elliot. Du dusseliges Tierchen. So, jetzt gehen wir mal zum zentralen Pavillon. Pavillon ist auch geil, Pavillon. Dieser Ort scheint mir ziemlich ruhig zu sein. Ich setzte mich auf den Sims des Pavillons, doch das Kappa begehrte sogleich auf. Jetzt ist aber gut. Wenn du nicht still bist, bekommst du nichts zu essen. Elliot, bitte, oh, wein doch nicht. Oh, warum habe ich nur eingewilligt, mich um ihn zu kümmern? Oh Gott. Hier hast du etwas Brei. Den wirst du jetzt essen, weil er sehr lecker ist. Du wirst schon sehen. Ich fütterte ihn mit einem Löffel, ganz wie ein Baby. Es schien ihm so gut zu schmecken, dass ich mir nicht einmal Tricks einfallen lassen musste, um ihn zum Essen zu bewegen. War es kein Flugzeug? Ich wollte so gern das Flugzeug sehen. Na los. Kukumis. Sprich mir nach, Elliot. Kukumis. Hihi, ha. Nein, Kukumis. Ha, ha, ha. Okay, lass gut sein. Oh mein Gott, ist das süß. Ohne besonders auf ihn zu achten, blickte ich zum Himmel auf, der wunderschön war. Ich fragte mich, ob er dem Himmel in meiner Welt ähnelte. Himmel, Wolken, die Sonne. Ansonsten war nichts Außergewöhnliches zu sehen und für den Bruchteil einer Sekunde hatte ich das Gefühl, wieder zu Hause zu sein. Unwillkürlich stieg in mir der Wunsch auf, es möge bald dunkel werden, damit ich die eine oder andere Sternenkonstellation erkennen könnte. Kukumis. Und wieder hat Elliot, das tapfere Kappa, ein neues Wort gelernt. Yay! Nun, da du gegessen hast, werden wir dich waschen. Nun, da du gegessen hast, machen wir beide einen Spaziergang. Ich würde den Spaziergang machen. Nach dem Essen immer den Spaziergang, das ist, glaube ich, am besten. Ich sollte ihm den Eingangsbereich des Hauptquartieres zeigen. Ja, dann, mal zurück. Moment mal, den Eingangsbereich vom Hauptquartier? Also, jetzt nicht die Eingangshalle, sondern... Ach so. Ja, guck mal, jetzt wollte ich gerade falsch laufen. Zentraler Pavillon, große Pforte. Außen vom Hauptquartier? Oder war das jetzt doch falsch? Ach Mann, ich bin so doof. Zeige dem Kappa das Hauptquartier. Entschuldigung, da habe ich wohl wieder einen Denkfehler gehabt.
kommt in letzter Zeit irgendwie öfter vor. Da du dich hier noch gar nicht auskennst, werde ich dir ein bisschen das Hauptquartier zeigen. Zumindest die Teile, die ich bereits kenne. Einverstanden, Elliot? Er scheint nichts dagegen zu haben. Das werde ich mal als ja. Ich begann mit den Innenräumen des Hauptquartieres. Dem Kristallsaal, dem Labor der Alchemie. Schau mal, hinter dieser Tür befindet sich mein Zimmer. Leider kann ich es dir noch nicht zeigen, da es gerade renoviert wird. Aber du darfst zu mir kommen, wann immer du magst. Als nächstes schlenderten wir durch die Gärten des Hauptquartieres. Und ich zeigte ihm die Bogenallee, auch wenn wir hier schon öfter entlang gegangen waren. Nachdem einige Wachen mich angewiesen hatten, nicht zu weit wegzugehen, verließen wir das Gelände durch die große Pforte. Das hier ist ein kleines Erdloch. Hier habe ich einmal nach einem Gefährten für Mary gesucht, ihn aber nicht gefunden. Hey, was machst du denn? Er entwand sich meinen Arm und hüpfte zu Boden, um in das Loch zu kriechen. Nein, tu das nicht, Frank. Bitte nicht. Das ist nicht witzig, Elliot. Um Himmels Willen, komm sofort zurück. Ich kniete mich auf die Erde und rief mehrmals nach dem Kappa. Er hielt jedoch keine Antwort. Einen Arm hineinstrecken und nach ihm tasten, weiter nach ihm rufen, ohne mich vom Fleck zu rühren oder in das Loch hineinschauen. Einfach reingucken ist, glaube ich, am sichersten. Ich guck einfach mal rein. Ich steckte den Kopf ins Innere der Höhle. Es war stockfinster. Wie hatte ich erwarten können, hier auch nur das Geringste zu sehen? Heiliger! Oh mein Gott! Oh, ich will es drücken. Es ist wie so ein kleines Fusselchen, das man einfach nur lieb haben möchte. Elliot, du hast mir eine Heidenangst eingejagt. Tu mir das ja nie wieder an, verstanden? Ha! Ich habe keine große Lust, den ganzen Abend lang Verstecken zu spielen. Verstecken! Genau, Verstecken. Komm, lass uns zurückgehen. Aber er lernt ja recht schnell, ne? Das ist sehr beeindruckend, kleines Baby. Ha, ich mag es total, wenn die Server down sind. Nicht. Wow, hier sind aber viele Gefährten. Oh, wie süß. Ein Seriphon. Ich will ein Seriphon haben. Hi. Ich mag Cupid sehr gern, aber... Also Cupid ist mein Dalai Lama. Ich habe Cupid nach einem der Rentiere vom Weihnachtsmann benannt. Ich weiß, das ist sehr einfallsreich. Aber nur damit ihr wisst, wer Cupid ist. Ich hätte auch nichts dagegen, einen weiteren Gefährten zu besitzen. Oh, du bist so gierig. Put, 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 komm zu Mama. Also wenn sie immer so Gefährten anlockt, dann sehe ich schwarz für die Zukunft. Nicht anfassen, Gefährten schon haben, Meister. Stehlen nicht gut. Aber ich wollte sie doch gar nicht stehlen. Ich wusste nicht, dass sie schon einen Meister haben. Tut mir leid. Jamon, denkst du denn ernsthaft, ich würde einen Gefährten stehlen? Er musterte mich von Kopf bis Fuß. Unter den Adleraugen dieses Riesen fühlte ich mich alles andere als sicher. Du nettes Mädchen. Ich nun wissen, dass du kein Dieb. Oh, danke. Kero nicht erklärt, wie fangen Gefährten? Du Köder haben. Doch, doch, er hat's mir schon erklärt. Ich wollte nur mal was anderes versuchen. Valkyria doof. Hey, das ist wirklich nicht nett. Ich habe langsam die Nase voll davon, dass mir jeder sagt, ich sei dämlich. Jamon leid tun. Jamon nicht wollen beleidigen, Valkyria. Oh, wie süß, diese Knopfaugen. Oh mein Gott. Naja, ist nicht schlimm. Ich wusste nicht recht, was ich weiter sagen sollte. Und zum Glück nahm Elliot mir diese Entscheidung ab. Jamon! Hi! Jamon, zuhören. Wie süß. Meins! Er hob das kleine Kappa auf seine Arme und sah es mit großen Augen an, während der Kleine fröhlich gluckste. Die beiden schienen sich gut zu verstehen. Elliot und ich verbrachten noch etwas Zeit bei den Gefährten. Jamon blieb nicht lange. Doch hatte ich hinter all den Muskelbergen ein sehr gutes Herz erahnen können. Es war beinahe magisch,
von all diesen übernatürlichen Wesen umringt zu sein. Seit meiner Ankunft hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ein wenig durchatmen zu dürfen. Du stinkst doch immer ganz schön. Wir werden dich waschen gehen. Ich sollte ins Hauptquartier zurück, um Elliot in den Gemeinschaftsduschen zu waschen. Es gibt Gemeinschaftsduschen? Oh, jetzt bin ich schon wieder falsch gelaufen. Was tust du hier? Ich beschäftige Elliot. Wie genau willst du ihn denn beschäftigen? Ich habe ihn schon gefüttert und bin mit ihm spazieren gegangen, daher wollte ich ihn nun waschen. Und wo wolltest du ihn waschen? Naja, hier muss es doch irgendwo Duschen geben, oder? Du bist ja ganz schön optimistisch. Was meinst du? Trotzdem werden sie dich das da niemals mit in die Duschen nehmen lassen. Nicht auf die Gefahr hin, dass es unsere Wäsche verpestet. Okay. Wir können es auch einparfümieren, das gibt bestimmt auch. Oder eine Stunde zu Douglas stellen. Jetzt bist du ratlos, gibst du. Ja, ich kenne mich hier ja noch gar nicht aus. Wasch ihn im Brunnen im Park. Wo ist das? Beim zentralen Pavillon. Stört das auch niemanden? Nein, wir baden fast all unsere Gefährten dort oder am Strand. Und keiner beschwert sich? Wir haben noch keinen Schönheitssalon für Gefährten, also nein. Na gut, dann vielen Dank. Hey, Valkyria. Er warf mir ein altes Handtuch zu. Bitte was? Sowas hat man natürlich auch immer dabei. Ezreal und sein Handtuch. Zum Trocknen, aber denk daran, es mir zurückzubringen. Sauber. Vergiss außerdem nicht, etwas Seife zu kaufen, sonst geht der Gestank nicht weg. Da hast du recht, danke nochmal. Tja, dann... Nee, wir gehen diesmal nicht zur großen Pforte. Zentraler Pavillon. Da sollen wir ihn jetzt waschen, oder was? Das ist ja hochinteressant. Ezreal meinte, der Brunnen sei hier. Aber ich habe noch keine Seife auf dem Basar der Alchemie gekauft. Ich sollte Seife besorgen. Ach shit, ich muss ja noch... So, das heißt, wir gehen jetzt zum Markt? Ach nee, gar nicht wahr, zum Shop. Scusi. Wir haben es gleich. Basar der Alchemie. So, wo könnte das drunter sein? Unter anderes vielleicht? Seife. Na guck mal. Und nun gehen wir zurück zu den Episoden. Das geht schon. Ich habe alles, was ich brauche, um das Kappa zu waschen. Oh, so. Ach, guck an. Garten der Musik. Das ist ja cool. Oh, ja. Den Hintergrund habe ich ja schon öfter bei anderen Profilen gesehen. Ich finde das so schön. Hier auch mit diesem Klavier und oh, das ist so schick. Ich mag es. Park der Quelle. Ah, ja, genau. Das haben wir natürlich auch schon im Winter-Event kriegen können, aber eben mit Schnee. Und es sieht echt toll aus. Das sind richtig, richtig schöne neue Hintergründe. Chino, ich liebe dich. Oh, wie schön es hier ist. Ich habe irgendwie Skrupel, einen so hübschen Ort zu verschmutzen. Ist das dein Gefährte? Der ist so süß. Ja, und jetzt kannst du dich wieder einschleimen, ne? Nein, das ist ein Kappa. Ein Kappa? Davon habe ich noch nie gehört. Was für ein Gefährte ist es? Was kann er? Nein, nein, du verstehst nicht. Er ist ein Kappa, kein Gefährter. Wirklich? Ich kenne Kappas gar nicht. Ich kannte sie vorher auch nicht. Es sind Wassergeister. Was hattest du mit ihm vor? Ich wollte ihn baden. Ezreal hat mir gesagt, man könnte... Aber so wie du guckst, hat er sich wohl einen Scherz mit mir erlaubt. Nein, er hat dir die Wahrheit gesagt. So kenne ich ihn gar nicht. Oh, super. Dann ist ja alles gut. Sag mal, Valkyria. Ja? Kann ich dir helfen? Ja, aber sicher. Oh, danke!
Wir setzten den Kleinen ins Wasser und er planschte fröhlich herum. Mit Alayas Hilfe kam mir diese Aufgabe erfreulich einfach vor. Während ich ihn hielt, seifte sie ihn ein. Die Seife duftete wirklich gut und ich hoffte inständig, dass sie den scheußlichen Gestank des Kappers überdecken möge. Ich glaube noch nicht ganz dran. Es ist wirklich nett von dir, dass du mir hilfst. Keine Ursache. Es kommt nicht oft vor, dass die Leute mir vertrauen. Warum denn? Ständig passiert mir irgendein Missgeschick. Ich bin wirklich ein Tollpatsch. Sag doch nicht sowas. Vielleicht nehmen sich die Leute einfach nicht genug Zeit, es dir richtig zu erklären. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, nehmen wir das hier. Oh, doch. Das ist ja das Problem. Man erklärt es mir und dann vergesse ich es. Puh, das ist echt blöd. Ich würde dir raten, diese Dinge so oft zu wiederholen, bis du sie verinnerlicht hast. Ja, da hast du recht, das ist das Beste. Ich sah nicht unbedingt überzeugt aus. Oh, sie sah nicht unbedingt überzeugt aus, Entschuldigung. Alaia nahm das Handtuch und wickelte den Kleinen darin ein. Sich um ihn kümmern zu dürfen, schien sie unheimlich zu freuen.